das ist doch nur eine Theorie. So etwas kann man im Alltag des Öfteren hören. Wer so etwas sagt, verwechselt allerdings Theorie mit Hypothese. Eine Theorie ist nämlich etwas sehr, sehr Bissfestes und kann nicht einfach mit einer lockeren Handbewegung weggewischt werden. Sehen wir uns das mal genauer an. Was ist der Unterschied zwischen Hypothese und Theorie? Nehmen wir als Beispiel den freien Fall. Aristoteles vermutete etwa 350 vor Christus, dass schwere Gegenstände schneller fallen als leichte. Das war aber eben bloß eine Vermutung und wie man heute weiß, lag er damit falsch. Das liegt daran, dass beim freien Fall auch der Luftwiderstand in die Suppe spuckt. Im Vakuum fällt eine Feder aber genauso schnell wie ein Stein. Es dauerte fast 2000 Jahre, bis Galilei dann endlich auf die Idee gekommen ist, die Hypothese des Aristoteles doch mal experimentell zu überprüfen. Dass er dabei Dinge vom schiefen Turm von Pisa geworfen hat, ist eine nette, allerdings nicht wahre Geschichte. Tatsächlich ließ er Kugeln über schiefe Ebenen rollen. Dabei wirkt nur jener Teil der Gravitationskraft, der parallel zum Hang zeigt, also die Hangabtriebskraft. Es entsteht dadurch quasi eine Fallbewegung in Zeitlupe und man kann so den störenden Einfluss des Luftwiderstandes ausschalten. Galilei konnte durch seine Experimente zeigen, dass der zurückgelegte Weg proportional zum Quadrat der Zeit ist und dass die Roll- und somit auch Fallgeschwindigkeit nicht von der Masse abhängt. War das jetzt tatsächlich eine Theorie? Ja, weil sie nicht nur einfach so dahingesagt, sondern durch viele sorgfältige Experimente überprüft worden war. Heutzutage kann man so etwas in Vakuumkammern oder mit Fallröhren ganz einfach verifizieren. Oder auch am Mond, wenn man gerade zufällig dort ist. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. How about that? Also, aus einer Hypothese wird dann eine Theorie, wenn sie erfolgreich durch Experimente getestet wurde. Wenn man im Alltag sagt, ich habe da eine Theorie, dann meint man damit eigentlich immer eine Hypothese. Kann man durch Experimente also nun Hypothesen beweisen? Nehmen wir als Beispiel eine Sockenlade. Ich stelle die Hypothese auf, dass sich in dieser Lade lauter schwarze Socken befinden. Und mein Experiment besteht darin, die Socken nach und nach herauszunehmen und auf ihre Farbe hin zu überprüfen. Wenn ich einen einzigen nicht schwarzen Socken herausnehme, dann ist meine Hypothese, dass sich in der Lade lauter schwarze Socken befinden, natürlich erledigt. Wir lernen daraus. Schiefgegangene Experimente widerlegen Hypothesen. Okay, das leuchtet ein. Aber können Experimente jetzt Hypothesen beweisen? Überraschenderweise nein. Ein Beweis ist 100%ig, also lückenlos. Um zu beweisen, dass die Fallgesetze richtig sind, müsste ich zu jeder Zeit an jedem Ort testen. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass gerade hier, wenn ich nicht messe, die Fallgesetze nicht gültig sind, dass also schwere Gegenstände schneller fallen als leichte. Um wieder mit dem Sockenbeispiel zu sprechen. Das Beweisen einer naturwissenschaftlichen Hypothese ist damit zu vergleichen, dass man eine unendlich große Sockenlade überprüft. Um zu beweisen, dass alle diese Socken schwarz sind, müsste ich dummerweise natürlich auch unendlich viele Socken rausnehmen. Und das geht natürlich nicht. Und daraus lernen wir, Experimente können Hypothesen niemals beweisen, sondern nur belegen. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen enttäuschend. Das heißt aber nicht, dass man in der Physik gar nichts weiß. Im Gegenteil, jedes gelungene Experiment ist ein weiterer Beleg für die Richtigkeit einer Hypothese oder Theorie. Und das Universum ist Gott sei Dank nicht launisch. E ist immer gleich mc² und nicht am Vormittag mc³ und am Nachmittag mc, weil dem Universum gerade der Schalk im Nacken sitzt. Deshalb kann man nach vielen gewissenhaften Prüfungen verallgemeinern und zum Beispiel sagen, alle Gegenstände fallen im Vakuum gleich schnell und zwar unabhängig von ihrer Masse. Man kann die Hypothese somit upgraden und zu einer Theorie erheben. Fazit: Experimente können Hypothesen belegen und widerlegen, aber niemals beweisen. Naja, und heißt das jetzt dann, dass man sich niemals zu 100% sicher sein kann, dass naturwissenschaftliche Theorien richtig sind? Darum geht es unter anderem im zweiten Teil des Videos.